Ja, dann begrüßen wir unseren Zeugen Hans-Josef Eichwald, seit 1998 Abgeordneter des Deutschen Bundestages, davor Staatssekretär im Innenministerium von Nordrhein-Westfalen von 95 bis 98. Ist das soweit korrekt? Das ist korrekt. Ajo! 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 Eichwald war der Name. Ajo, Ajo. Ajo, sich zu sprechen. Deutscher Bundestag, Hans-Josef Eichwald, Julia Schleicher! Hallo! 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 Was würden Sie sagen, sind Ihre Hauptfehlergruppen? Arbeiter hauptsächlich. Generell Leistungsträger im physischen Sinne und Frauen. Die sind alle weg. Wie oft habe ich denn gesagt in all den Jahren, ich möchte gerne politisch mehr mitarbeiten, Mann! Zweimal! Das nimmst du zurück. Das nimmst du sofort zurück, du dusselige Kuh! Ich habe doch meinen Job auch nicht bekommen, weil meine Mütter irgendwelche Kontakte hatten. Ajo, das mit der Sportförderung, das ist wie diese Filme im Internet. Wenn die Frau nackt auf der Plastikfolie liegt und 12 Männer stellen sich um sie rum, alle waren mal dran, manche mehrfach und in verschiedenen Kombinationen. Da will natürlich niemand einen Untersuchungsausschuss, in keiner Partei. Aber alle wollen gerne behaupten, dass sie einen wollen. Aber wenn jeder das machen würde, dann gäbe es ja einen. Aber das will ja keiner. Und deswegen kann niemand fordern, dass es einen gibt. Mit einer Ausnahme. Du Rentner, los jetzt! Weiter! Ja, aber nein. Aus! Weg! Cheese! Cheese! Hallo, Überraschung! Du kannst es doch! Frag nicht, was du für dein Land, sondern... Weggebaut! Das ist ja genial. Absolut. Das ist wie im Internet, wenn alle im Kreis stehen. Und am Ende will jeder. Keiner kann, außer ich.